Welche Einstellung, Haltung ist aus Ihrer Perspektive nützlich, um erfolgreich den Einstieg in die Universität zu absolvieren? Ja, ich würde sagen, dass es eine gewisse Umstellung braucht, wenn man von der Mittelschule herkommt, weil der Zugang zu Wissen, der an der Universität gepflegt wird, grundsätzlich ein anderer ist. Ich muss dabei auch vorausschicken, dass mein persönliches Wissen darüber, wie in der Schule gelehrt und gelernt wird, begrenzt ist. Meine eigene Erfahrung liegt lange zurück und da hat sich sicher auch einiges verändert. Aber trotzdem würde ich davon ausgehen, dass in der Schule schon zentral der Wissenserwerb im Vordergrund steht und quasi bestimmte Wissensbestände vermittelt werden, während an der Universität im Mittelpunkt eigentlich steht die Art, wie Wissen konstituiert wird. Das heißt, es geht vor allem in solchen Fächern, wie wir sie in den Sozialwissenschaften vertreten, aber ich glaube, das gilt insgesamt für die Universitäten. Es geht nicht so sehr darum, dass Studierenden jetzt ein bestimmter Wissensbestand eingetrichtert wird, sondern es geht darum, dass sie verstehen, auf welcher Grundlage dieses Wissen entsteht und dass sie eigentlich den Umgang damit erlernen und daher das, was vermittelt wird, in gewisser Weise mehr die Kompetenz des Wissenserwerbs ist als das Wissen selbst. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass grundsätzlich die Haltung zu Wissen an den Universitäten davon bestimmt ist, dass in der Forschung immer das interessiert, was wir noch nicht wissen, die Grenzen des Wissens zu erweitern. Es ist nicht spannend, sich dessen zu vergewissern, was man ohnehin schon weiß, sondern es werden immer die Fragen gestellt, die noch nicht beantwortet sind, mit denen man neues Wissen generieren kann. Und das kann für Studierende am Anfang schwierig und herausfordernd sein, weil es eben auch so eine andere Grundlogik ist, als die, mit der Wissen in der Schule vermittelt wird. Das heißt, es ist manchmal schwierig und herausfordernd, dass mehr Augenmerk gelenkt wird darauf, wie man Fragen stellt, wie man ausgehend von dem, was der Stand des Wissens ist, neue Fragen generieren. Und das ist halt etwas, was wir versuchen, von Anfang an den Studierenden zu vermitteln. Und dieses Gefühl, dass eigentlich keine feststehenden Wissensbestände vermittelt werden, an denen man sich festhalten kann, sondern dass eher das Infragestellen und das Problematisieren von dem, was wir zu wissen glauben, im Vordergrund steht, das ist am Anfang und zum Teil auch im ganzen Verlauf des Studiums nicht leicht für die Studierenden. Das gilt, glaube ich, insgesamt an den Universitäten. Das gilt noch einmal mit einer besonderen Dringlichkeit in unserem Fach der Kultur- und Sozialanthropologie, weil es dort auch darum geht, eigentlich die kulturell geprägten Voraussetzungen des eigenen Wissens zu hinterfragen. Das heißt, ein guter Teil von dem, was wir versuchen, unseren Studierenden zu vermitteln, damit sie lernen, im Rahmen unseres Faches wissenschaftlich zu denken, besteht darin, das, was wir glauben zu wissen, jetzt nicht akademisch gelernt, sondern aus unserem Alltag heraus in Frage zu stellen, weil es unter Umständen von Vorannahmen geprägt ist, die genau das darstellen, was wir eigentlich in Frage stellen wollen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich bewusst macht als Student, Studentin der Theater-, Film- und Medienwissenschaft, dass es im Grunde weniger darum geht, Antworten zu geben auf wissenschaftliche Fragestellungen, sondern dass es vor allem darum geht, Fragen stellen zu lernen. Und das ist im Grunde, also vor allem im Anfang des Studiums, viel, viel wesentlicher, dass man die Fragen so stellen lernt, wie sie quasi in der Logik des Fachs auch gestellt werden. Das heißt, dass man sozusagen eine Offenheit dafür hat, wie die Sprache dieser Wissenschaft funktioniert. Ja? Also wie sprechen wir an der Uni, wie beziehen wir uns auf andere Stimmen im wissenschaftlichen Diskurs? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und eben also dieses sozusagen Inhalte loslassen als das primär Wichtigste,
eher zu dem überzugehen, okay, wie stelle ich eigentlich eine wissenschaftlich relevante Frage? Und welche Frage bringt meiner wissenschaftlichen Community etwas? Also was gewinnt sie durch meine Fragen? Fragen ist das eine. Und dann, was ganz eng mit den Fragen zusammenhängt, sind die verschiedenen Textformate, mit denen Studierende konfrontiert werden. Hier eine Offenheit dafür zu haben, dass man es mit erstens einmal verschiedenen Wissenschaftskulturen zu tun hat. Es ist ein immenser Unterschied, ob ich einen Text aus der deutschsprachigen Wissenschaftskultur habe, aus der englischsprachigen Wissenschaftskultur oder aus etwas, was ich jetzt so als globale, transnationale Wissenschaftskultur bezeichnen würde, wo natürlich auch Englisch die Hauptsprache ist. Aber das sind sozusagen verschiedene Sprachen und nicht nur verschiedene Sprachen, sondern auch daran gebunden verschiedene Denkweisen. Und sich darauf einzulassen, dass natürlich historische Texte, ein Text von Béla Ballas aus den 20er Jahren völlig anders formuliert ist, anders Fragen stellt, als ein Text von Dom Gunning aus den 1990er Jahren oder Judith Butler aus den 2000er Jahren, ist einfach ein ganz wesentlicher Aspekt des Einstiegs. Das finde ich super, dass du jetzt auch da diese historische Dimension ansprichst, die, glaube ich, auch an der Universität wahnsinnig wichtig ist. Also, dass man ja immer ein Fach aus seiner historischen Gewachsenheit auch heraus betrachtet. Eine Frage habe ich noch zu diesem Einstieg in die Universität. Im Nachhinein sagen viele Lehrende dann oder WissenschaftlerInnen, dass es eigentlich viel wichtiger ist, herauszufinden, welche Art Fragen in diesem Fach gestellt werden, und als die Antworten selbst. Und das Zweite, dass es auch eine wichtige Haltung wäre, aushalten zu können, dass jetzt ich nicht immer schon klare Strategien, Antworten habe und überhaupt auch aushalten können, dass es noch nicht um das geht, was mich am meisten interessiert. Da würde mich jetzt noch interessieren, wie wichtig habt ihr das gefunden, dieses Aushalten können zum einen und zum anderen, wie sehr hat euch das schon beim Einstieg in die Universität überrascht oder beschäftigt, wie denn da mit Wissen und mit Erkenntnissen umgegangen wird? Ich glaube, das kommt ganz stark aufs Studium an und auch auf die Lehrenden. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade in der STEOP man eher so mit einem Block an Wissen präsentiert, also so einen Block an Wissen präsentiert bekommt, und das ist, der wird nicht in Frage gestellt, der gehört einfach so angenommen und man hinterfragt es auch nicht wirklich als Studienanfänger, wenn man vorher nicht auf die Idee gebracht wird, das überhaupt in Frage zu stellen. Das ist alles, was ich sehr schade finde. Also ich persönlich finde diesen Ansatz super, dass mehr so der Weg das Ziel ist und nicht zwangsläufig das Ziel. Allerdings glaube ich, dass das eben in vielen Studienrichtungen schlichtweg nicht der Fall ist. Zumindest war es eben bei mir nicht so. Bei mir hat sich die Frage gar nicht gestellt, wie man an dieses Wissen rankommt oder welche Fragen gestellt werden, weil dafür kein Raum geschaffen wurde. Ein Raum für Diskussion war in der STEO bei uns nicht vorhanden. Also ich habe aus meiner Erfahrung eigentlich eher mitgenommen, dass man diesen ersten Punkt, also dieses quasi, wie wird in einer bestimmten Studienrichtung an wissenschaftliche Phänomene, wie geht man daran sozusagen? Also das habe ich viel mehr mitgenommen eigentlich aus dem Studium und auch aus der STEOP. Den zweiten Punkt ehrlich gesagt weniger. Also dieses Aushalten müssen habe ich selber noch nie so gespürt. Also zumindest nicht als bewusste Erfahrung. Und auch als ich darüber nachgedacht habe, wäre mir das jetzt nicht wirklich so eingefallen, dass ich mich mal so gefühlt habe. Aber diese Herangehensweise an, wie stellt man in meiner Studienrichtung wissenschaftliche Fragestellungen, das habe ich auf jeden Fall auch in der STEOP gelernt. Also das ist für mich etwas, das viel präsenter ist. Ich würde nur gerne anmerken, generell, also zumindest in Mathematik ist das so, dass ich das Gefühl habe, es ist, wenn man mehr oder weniger noch kein Wissen hat, also wenn man jetzt von der Schule kommt und im Endeffekt halt die Mathematik an der Universität unterscheidet sich natürlich enorm von der Schulmathematik und das weiß man, aber man weiß nicht inwiefern, also zumindest war es bei mir so, dass ich mir nicht wirklich vorstellen konnte, was einen erwartet. Und ich muss sagen, zu Beginn des Studiums fehlen einem mehr oder weniger die Mittel, dass man Fragen stellt, deren Antworten man wissen möchte. Also es ist eher so, dass man in der STEOP mal wirklich so eine Einführung erhält, was
die Mathematik an der Universität überhaupt ist, was sie bietet. Und erst danach kann man sich dann im Endeffekt Gedanken machen, welche Fragen man stellen möchte. Also das kommt relativ schnell. Man lernt einfach diese Sprache, diese Ausdrucksweise, wie man an die Dinge herangeht. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man am Anfang mehr oder weniger vorgefertigtes Wissen präsentiert bekommt, weil generell die Antworten ja auch, ich würde schon sagen, größtenteils sehr konkret sind, schlicht und einfach. Und dass man sich aber dann erst im Laufe des Studiums, vielleicht auch in späteren Semestern, wirklich die Frage stellen kann oder Gedanken darüber machen kann, welche Fragen man stellen möchte oder was man erfahren möchte oder herausfinden. Bei uns in der Kultur- und Sozialanthropologie wird eben sehr großer Wert auf dieses wie stellen wir Fragen, gelegt. Also das ist zwar von Anfang an, irgendwie kam das durch, oder sie haben es zumindest versucht rüberzubringen und ich weiß jetzt, dass es durchkommen sollte. Das heißt, du merkst, was wird gefragt und dann habe ich gemerkt, okay, die Fragen stelle ich mir normalerweise auch. Also ist das Studium irgendwie was für mich passt. Und das mit diesen Erkenntnissen, dass die ja nie endgültig sind, das hat mir irgendwie getaugt. Also es ist natürlich schwer zu ertragen, okay, das stimmt jetzt vielleicht nicht. Andererseits ist es schön, dass irgendwie alles wieder neu gedacht werden kann, weil wir uns ja sehr viel auch dem Zusammenleben widmen, was ja sehr dynamisch ist. Und dann fand ich es eigentlich sehr angenehm, dass es jetzt nicht das für immer ist, sondern dass es immer noch überarbeitet werden kann und von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann, je nachdem, was für einen Hintergrund eine Person hat. Genau, also das ist, aber man sollte schon irgendwie das akzeptieren können, dass etwas nicht endgültig ist, sonst ist zumindest mein Studium nichts.